Hallo, ich bin der Wuti. Ich bin eigentlich auf großer Motorradreise. Seit 2 Monaten aber schon stillgelegt hier im Lockdown in Marokko. Und heute ist Lucy sehr, sehr traurig, weil der Lockdown nochmal bis zum 10. Juni verlängert wurde. Zunächst war der Lockdown für 1 Monat. Am 20. April ist er dann um 1 Monat verlängert worden, bis 20. Mai. Und jetzt haben wir die ganze Zeit, oder habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, was bekannt gegeben wird. Und heute war der große Tag. Und leider ist es sehr ernüchternd, weil der Lockdown wurde nochmal um 3 Wochen verlängert bis zum 10. Juni. Ich hatte jetzt schon immer alles, so meine Vorräte aufgebraucht, meine Sachen zusammengelegt und so, dass ich so quasi, ich kann vielleicht im Land wieder rumfahren und dann bin ich bereit. Aber daraus wird jetzt erstmal nichts. Deswegen gehe ich jetzt kurz einkaufen. Die Nachbarn haben einen neuen Supermarkt entdeckt. Den werde ich jetzt mal angucken. Ja, in den Supermarkt gehen ist schon eines der Highlights hier. Eigentlich das einzige Highlight. Und jetzt gehe ich ja zu einem neuen Supermarkt. Da gibt es ein paar andere Produkte. Und das ist schon das Aufregendste. So, jetzt habe ich zum ersten Mal seit 2 Monaten getankt. Dafür habe ich die Spenden benutzt von Andi Schwarz. Vielen Dank. Das war eine Spende für eine Tankfüllung. Die habe ich jetzt eingelöst. Und werde ich jetzt nicht aufbrauchen, wenn ich immer nur 3 Kilometer fahre, aber so fürs Gefühl, einfach mal tanken zu gehen. Und der Ausreiter hat auch nochmal für eine Tankfüllung gespendet, stand aber auch da oder für was anderes und da war ich jetzt shoppen mit dem Geld. Möchte ich mich auch sehr recht herzlich bedanken und der Wunsch war, dass ich die Motovlog-Community grüße, weil einige von denen oder von euch mir wohl zuschauen und vielen Dank dafür und schöne Grüße aus Marokko. Aber das Schöne ist, dass ich heute auch mal wieder die Lucy rausnehme und mit dem Motorrad rumfahre und das fühlt sich dann wenigstens ein bisschen nach Freiheit an. Ich hatte ja in einem der letzten Videos erzählt, dass wir Hundebabys haben und dass wir jemanden suchen, der sich nach dem Lockdown um die kümmern kann. Und es hat sich die eine oder andere Möglichkeit aufgetan. Also manchmal fahren hier Leute vorbei und sagen, ja, ich würde einen nehmen. Und es gab auch einen Interessenten von meinem Aufruf. Und ja, ich glaube, letztendlich soll Michelle das entscheiden, weil sie sich auch die ganze Zeit um die Hunde kümmert. Und ich kann so lange ab und zu runtergehen und mit den Hunden ein bisschen spielen. Sie sind jetzt auch echt schon doppelt so groß geworden, wie sie am Anfang waren. Und sehr, sehr neugierig und sie kauen auf allem rum, was geht. Vor allem meine Schuhe, die sind sehr geil, so drauf rumkauen. Ja, jetzt sitze ich wieder auf meiner Dachterrasse, weitere 3 Wochen. Und es ist so, dass ich jetzt mein erster Impuls ist jetzt, dass ich jetzt erstmal abwarte die nächsten 3 Wochen. Wenn dann die Lockerungen kommen und vielleicht auch Grenzverkehr möglich ist und so, dann ist es bestimmt viel weniger Stress. Und ich habe es nicht so eilig, jetzt nach Deutschland zu kommen. Marokko hat früh reagiert, hat es gut gemacht. Die exportieren Masken, weil sie so früh angefangen haben zu produzieren. Also ich glaube, die machen es ganz gut. Auch wenn es natürlich nervig ist, jetzt hier seit 2 Monaten rumzuhocken und nochmal einen Monat. Und ich sehe es im Moment halt auch nicht ein, irgendwie
500, 600 Euro oder wie auch immer, wie viel Euro zu bezahlen, um diese Sonderfähre zu nehmen, die dann fährt oder nicht fährt. Das weiß man ja alles nicht. Das ist mir alles zu blöd, ehrlich gesagt. Und ich gehe immer noch davon aus, dass ich irgendwann mit meinem gültigen Ticket wieder zurückfahren kann nach Europa. Vielleicht ist es naiv, aber wie gesagt, ich habe ein Ticket und mit dem würde ich gerne zurückfahren mit meinem Motorrad. Und zur Not kann man, wie gesagt, immer noch mal so eine Hauruck-Tour machen, versuchen nach Europa zu kommen. Es kommen ja auch immer wieder Leute rüber und so ab und zu fahren Fähren. Ja, es ist aber alles nicht so schön und stressig. Für mich ist es billiger und komfortabler, im Moment hier zu bleiben. Ich warte jetzt erstmal noch bis zum 10. wahrscheinlich ab. Tja, so ist es. Bisschen nervig, schlechte Nachrichten heute, aber gut, die 3 Wochen kriege ich jetzt auch noch rum. Alles klar, dann schöne Grüße nach Deutschland und bis demnächst. Tschüss aus Marokko. Es gibt noch eine weitere Spende, die hat für zwei Dosen Bier gespendet. Im Moment ist Ramadan, also die Bierläden, also Alkoholläden sind zu. Danach werde ich darauf zurückkommen. So, ich mache das jetzt mal wie die Großen. Hier gibt es noch weitere Videos von mir. Hier geht es zu meinem Kanal und hier geht es zu meinem Reiseblog. Ich freue mich über jeden Like, abonniert meinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!